Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Heute muss ich mich erstmal dafür entschuldigen. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber ich habe mir aus welchen Gründen auch immer im zweiten Part gedacht, es wäre eine super Idee, Link zu nehmen. Warum, weiß ich nicht, aber ich habe es getan. Übrigens, für diejenigen, die es jetzt nicht mitbekommen haben sollten, aktuell spiele ich gerade zu der Zeit, wo ich glaube vierte war das, Booster-Streckenpass draußen ist. Und ja, es sind neue Charaktere mit dazu gekommen. Und Birdo ist einer davon. Die anderen werden wahrscheinlich noch nachgereicht in den nächsten Booster-Streckenpässen. Werde ich wahrscheinlich aber eh nicht sehen, denn ich werde die Booster-Streckenpässe nicht machen. Gut. Erstmal, ich werde diesen Link hier nehmen. Dann ist es nicht zumindest ganz genau das gleiche. Außerdem nehme ich den Eponator Zero, die antiken, Parasegel. Und eigentlich hatte ich vor, die antiken Räder zu nehmen, aber das hier wären jetzt gerade die Stats. Das wären sie mit den antiken. Da ich mit Haftung scheinbar nicht klarkomme und generell das sehr unausgeglichen ist, würde ich gerne bei den kleinen Rädern bleiben, damit es halbwegs passt. So, und heute geht's in den Triforce Cup. Angefangen in Varios Goldmine aus der Wii-Zeit. Ja, also ich weiß nicht, was mir am Anfang vom Let's Play eigentlich so durch den Kopf ging. Ich habe erst Part 4 oder so angefangen nachzudenken und mir gedacht, dass es doch eigentlich eine gute Idee wäre, die Parts auf die jeweiligen Strecken anzupassen. Ich weiß nicht, wieso ich da erst so spät drauf kam, aber ja, besser spät als nie und so. So, gucken wir doch mal. Varios Goldmine. Eine weirde Strecke, finde ich. Vor allen Dingen schon, was die Musik angeht. Ah, und das passiert leider auch sehr schnell hier. Oha, ich habe den ersten Platz so richtig schön weggefetzt. So, der Weg war früher auf jeden Fall nicht so leicht zu erreichen. Okay, ciao Rachel. Und ich bleibe dabei, als erster Platz Rachel ist echt böse. Ja, die Abkürzung brauchen wir jetzt nicht fahren. Fahren wir stattdessen den normalen Weg. Und es wundert mich, dass ich so lange Platz 1 bin und noch kein Blitz gekommen ist. Joa, ne. Aber ich kann auch sagen... ich kann aber auch sagen, tatsächlich ist es sehr selten, dass ich auf Platz 1 bei dieser Strecke bin. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob sich da die Strecke irgendwie verändert hat gerade, aber ich wollte es jetzt nicht austesten. Na! Ja, Mann! Ja, gut. Ich hab erst viel zu spät realisiert, dass ich ja die Hupe habe. Gerade. Puh. Jetzt habe ich gerade eben echt noch meinen Drift verkackt.
hat es doch nochmal ein bisschen knapper gemacht, als mir lieb gewesen wäre. Aber es hat funktioniert. Ich bin auf Varios Goldmine Platz 1 geworden. Das ist echt seltener Fall bisher gewesen. Zumindest auf der Wii. Dafür werde ich hier safe kein Platz 1 werden. Es ist ein Regenbogenboulevard und alles ist frei. Muss ich noch mehr dazu sagen. Aber ich finde die Beleuchtung hier schön. Und ich habe erstmal schön das Item verpasst. Junge, wohin driftest du? Boah, bin ich hier gerade schlecht. Ja, gut, das habe ich gesehen und verdient. Boah, was ist denn hier los? Wie spielt... hä? Ich glaube, hier sollte ich nicht so viel driften. Mario? Ich weiß, das war gerade böse, aber ist mir gerade echt egal. Da hat gerade jemand versucht, arschig zu sein. Oh Gott! Hey! Was ist denn hier los? Warum war das jetzt so verdammt klar, dass genau in dem Moment... Okay, ich glaube, da muss man den Boost vorher einsetzen. Ja, also hier werde ich definitiv keine hohe Platzierung ergattern können. Vor allen Dingen, weil mein Spiel mich auch gerade hasst. Und mir auf dem 8. Platz nur 3 Pilze gibt. Und ja. Haha. Stachy, flieg und sieg. Ich hab's auf Platz 5 geschafft irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber ich bin auf Platz 5. Insgesamt stehe ich zwar gerade hinter Donkey Kong, aber auch plus 2 Punkte, also... Ja. Nach dem, was hier abgegangen ist, ist es eigentlich echt gut. Oh Gott. Polarkreis-Parcours. Die Strecke kenne ich übrigens auch noch überhaupt gar nicht. Also letzter bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob ich die kenne. Aber die kenne ich auch gar nicht. Also vom Sehen her, ja, aber gefahren bin ich sie, glaube ich, auch noch nie. Donkey Kong ist einfach mega stabil auf Platz 1. Dachte ich bis gerade eben noch. Aha, Donkey. Ja, aber hier gibt es auf jeden Fall auch mehrere Wege. Ja, das war so klar, dass mich jetzt eine Green Shell trifft. Mich wundert... Oh oh. Ja, also war jetzt gerade sehr stabil überholt. Und jetzt fahre ich schon wieder hier versehen nicht so lang. Da könnte man sogar die Spur wechseln und ich bin hier echt zu inkompetent. Hier fahre ich mal oben lang. Und zumindest mal ein bisschen Abwechslung. Wow. Das war jetzt gerade fast etwas zu viel.
viel Speed für mich. Danke fürs Hochschieben. War zwar eigentlich gar nicht mein Ziel, aber es hat funktioniert und ich bin glücklich darüber. Der Stachy, die Runde ist schon geflogen. Danke, Donkey. Ich hab mir gerade wunderschön den Arsch gerettet vor dieser Banane. Das war so klar, dass mir jetzt vorm Ziel noch ein Stachy trifft. Ja, da bist du einfach machtlos. Du kannst tun, was du willst. Du bist machtlos, wenn dich vorm Ziel ein Stachy trifft und du überholt wirst von zwei. Also ich muss jetzt Platz 1 sein in der Hyrule-Piste, ja? Ey, die ist ja wirklich so. Also es führt kein Weg dran vorbei. Ich muss Platz 1 sein. Und ja, ich bin die Strecke schon gefahren. Auf jeden Fall, aber nicht wirklich alleine. Das war bei Celine. Ich finde es aber so faszinierend, dass man hier einfach Rubine statt Münzen hat. So, hier schön an Baby Rosalina vorbei. Durch die Münzen durch, Rubine durch und keine einzige getroffen. Oh, fuck. Ja, ich... Boah, Junge! Fahr doch nicht so blöd gegen die Wand. Ja, ist klar. Eigentlich hatte ich vorgehabt, sie zu treffen. Oh Gott. Es hat mich hier gerade so ein irgendein Fliegviech, das hier gerade rumfliegt, voll irritiert, weil es mich gerade auf dem Bildschirm gelandet ist. Dankeschön dafür. Und ich weiß nicht, ob man das hier hinkriegt. Also, ob wir das hier noch hinkriegen werden. Ja, es... Also eins ist mir auf jeden Fall aufgefallen, das Driften ist nicht gut hier. Boah, Mann. Also mit dem Kart ist das Driften nicht geil. Können wir festhalten. Oh Gott. Ich habe irgendwen getroffen. Sogar Baby Rosalina. Sehr schön. Ey. Mario. Hat mich jetzt ernsthaft gerade die Red Shelly erwischt. Ich werde hier aber auch durch die Gegend geschleudert. Als hätte ich kein Gewicht. Okay, ich bin zwar Zweiter, aber ich bin vor Baby Rosalina und vor Donkey Kong. Ich habe es aber trotzdem bis auf Platz 3 geschafft, deswegen 3 Punkte. Egal, ich habe einen Pokal, das ist das Wichtigste hier. Ist mir egal, ob ich Platz 1 bin oder nicht. Ich habe einen Pokal und das ist wichtig. Zwar mit Abstand die schlechteste Leistung bisher, was die Pokale angeht, aber ich habe einen Pokal. Ja, aber ich weiß auch nicht, hier ging es aber auch ab bei den Rennen.
Und ich habe halt ein Fahrzeug gehabt, das ist echt nicht so geil fürs Driften gewesen, also war halt der Regenbogenboulevard echt an der falschen, am falschen Platz. Egal. Ah, oh, ich bin sogar Platz 2. Ach, stimmt. Ich bin ja Spieler. Also Mario, war ein guter Versuch. Baby Rosalina, bei dir aber auch. Muss man sagen. Boah. Was haben wir denn für ein neues Fahrzeugteil freigeschalten? Mal wieder neue Reifen und die Triforce-Reifen. Die hätte ich eigentlich ganz gerne gehabt. Ich hatte die kleinen Reifen, ne? Also ich weiß auch nicht, das Driften. Ich weiß leider nicht, was genau hier einen Einfluss aufs Driften hat. Oder das Driften war so heftig und ich glaube, das war wirklich Haftung sogar. Aber die Triforce-Reifen hätte ich gerne vorher gehabt. Weil ich habe echt lange gesucht, bis ich irgendwas halbwegs Passendes gefunden hatte. Und die kleinen Reifen haben nicht mal gepasst. Aber Antique war einfach deutlich zu heftig. Zumindest was die Haftung angeht. Und Beschleunigung war jetzt auch nicht unbedingt das Wahre. Naja, was soll's. Was, warte mal, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Das interessiert mich jetzt gerade. Ach, der Glockencup. Ja, das wird der letzte Cup sein, den wir im 150er CCM spielen werden. Anschließend kommt er dann noch gespiegelt und zum Schluss das Hardcore 200 CCM. Aber anschließend kommen nochmal alle Strecken mit Celine. Ja. Schauen wir mal. Also dann, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Fürs Zu- ja, okay, ich weiß nicht, ob wir alles machen nochmal, aber zumindest 150er hatte ich definitiv vor, mit ihr zu machen. Auf, also doppelt halt. Mal gucken. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zuschauen, Likes und Kommentare und bis zum nächsten Part oder auch nicht. Bye!